Wenn Steffen Möller in Warschau auf die Straße geht, fliegen ihm die Kussmünder nur so zu. Denn dort ist Möller ein Star. Seine Karriere begann an der Wupper, wo er mit Christoph Maria Herbst im Schulkabarett spielte und setzte sich an der Weichsel fort. Ja, Steffen Möller lebt freiwillig in Polen, so sagt er selbst. Freiwillig, während viele andere Deutsche dem Nachbarland kaum Beachtung und Respekt zollen. Dabei locken so interessante Sehenswürdigkeiten und eine so interessante Mentalität der Einwohner. Nachzulesen in Möllers Buch Viva Polonia. Da klärt er die Deutschen mal so richtig über die Polen auf. Und erledigt den Job zeitgleich andersrum für die Deutsche Zentrale für Tourismus. Eine ungewöhnliche Kampagne soll den Polen Lust machen auf Urlaub in Deutschland. Im Mittelpunkt einer der beliebtesten Schauspieler des Landes, ein Mann aus Wuppertal. Herr Möller ist ein wundervoller Botschafter, weil er eben auf der menschlichen Ebene agiert. Er lebt ja in beiden Welten. Er ist Deutsch, aber hat sich ganz offensichtlich in dieses Polen verliebt vor vielen Jahren, lebt hier, spricht fließend, ist einer der ganz großen Schauspieler und Kabarettisten, die durch das Fernsehen in Polen bekannt sind. Und er verändert natürlich sehr positiv das Deutschlandbild in Polen. Aber Polen hat auch ihn verändert. Aus Langeweile besucht er vor 15 Jahren einen Sprachkurs in Krakau und verliebt sich in Land und Leute. Er wird zum Polen aus Überzeugung und startet eine unglaubliche Karriere. Rozumiecie? Nie oddam temu Niemieszkowi ani kawałeczka ziemi. In der polnischen Soap L wie Liebe gelingt ihm als deutscher Kartoffelbauer der Durchbruch. Auf Anhieb ist er Zuschauerliebling, entgegen aller Klischees und Vorurteile. Seitdem hat er in Polen so viel erlebt, dass er jetzt ein Buch darüber geschrieben hat. Viva Polonia. Eine Liebeserklärung an ein modernes, offenes Land. Ja, es ist schon irgendwie komisch. Man ist eigentlich Ausländer, aber hier ist man viel bekannter. Wenn ich mit dem Zug komme von Deutschland, sagen die Zöllner bitte mal hier den Pass. Und dann kommen die Polen und sagen, hallo Stefan, lass den Pass stecken. Tja, man ist im Ausland und irgendwie doch zu Hause. Möller gibt uns sehr persönliche Einblicke in die Seele der Polen. Bemerkenswert findet er, dass hier gerade die heiklen Themen immer mit einem Schuss Ironie und einer Pointe diskutiert werden. Aber auch die Chancen, die man ihm, dem Deutschen, in Polen gegeben hat. Vor genau 15 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Warschau gekommen, hier zum Ghetto-Denkmal aus Anlass des 50. Jahrestages des Aufstandes im Ghetto 1943. Und damals war hier Yitzhak Rabin und Lech Wałęsa. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, Steffen, in 10 Jahren fährst du durch Polen und machst Kabarett, ich hätte ihn für verrückt erklärt. Möller ist fasziniert von der Leichtigkeit, die seiner Meinung nach in Polen nie fehlen darf. Was ich unheimlich bei den Polen bewundere, ist dieses Improvisationstalent. Also, was weiß ich, das Handy fällt runter, zerspringt in 1000 Einzelteile. Ja, das wird repariert. Es wird zusammengeflickt mit Klebepflaster. Oder eine Tür quietscht. Ja, kauft mal kein Öl. Dann nimmt man Butter. Und das erwarten auch die Frauen. Denn nur dann gilt man hier als richtiger Mann. Ein echter Pole würde niemals den Handwerker rufen, erzählt Steffen Möller. Der hat stets alles selbst im Griff. Also was ich bei den Polen toll finde und bewundere, ist diese Mischung aus West und Ost. Polen ist nicht Russland, auch nicht nur Wodka, wie immer viele denken. Hier wird mehr Bier getrunken. Es ist diese Mischung von slawischer Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit, Höflichkeit, gemischt mit englischem Humor, würde ich sagen. Dieser Sinn fürs Absurde. Und ich finde, uns Deutschen fehlt manchmal beides. In Warschau hat Steffen Möller mehr als ein Zuhause gefunden. Sehr schön ist auch über Warschau die Sonne, wenn die so untergeht. Augenblick, Entschuldigung, ich muss kurz telefonieren. No, cześć.
Słuchaj, ja akurat tu rozmawiam. Ja zaraz odzwonię, dobrze? Okay. Viva Polonia ist das Tagebuch seiner großen Leidenschaft. Der intime Blick in ein Land, in dem der Wuppertaler heimisch wurde. Ein Land, das uns geografisch zwar nah ist, aber dennoch viele spannende Geheimnisse in sich birgt. Am 21. April liest Steffen Möller aus Viva Polonia in der Meyerschen Buchhandlung in Köln. Das wird sicher extrem spaßig. Unsere Empfehlung für Sie.